zur letzten Session. Dann haben wir uns nun etwas erklärt über Closures, Implementation von Architecture und Memory. Dankeschön. Schönen Dank. Schön, dass ihr da seid. Eins vorneweg, ist irgendjemand hier, der kein Deutsch kann? Habt ihr gemerkt, oder? Anybody here who does not speak German? So we can stick with der deutschen Präsentation. Bis gestern Abend war noch Conference, wie am Anfang mit K geschrieben und unten hinten mit ENCE. Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Also wir sind hier auf der Bob-Konferenz da. Sehr schön. Freue mich hier zu sein. Ich habe vor Jahren mal ein Buch geschrieben über Closure. Meines Wissens immer noch das Einzige, was nicht auf Englisch ist. Ich arbeite für die Firma Acolinks, wunderbare Firma, nice place to be. Und ich mag gerne Closure. Und da wollen wir ein bisschen was drüber lernen, bevor wir einsteigen. Die Credits-Präsentation ist mit Reveal.js, mit so ein bisschen Glue-Code drumherum, irgendwie, dass ich alles in Closure geschrieben habe und ich habe endlich das Makro-Devs-Lite geschrieben, was ich schon immer machen wollte, dass ich meine gesamte Präsentation in Closure schreiben konnte. Hat Spaß gemacht zu entwickeln, würde ich nie wieder tun, es doof zu benutzen. Closure-Logo, Acolinks-Logo, alle Abbildungen von mir, die ist Copyright bei NT4, weil das andere bestimmt viel besser machen können. Worüber wollen wir reden? Wer identifiziert den Zustand? Wichtige Dinge in der Closure-Welt. Persistente Datenstrukturen. Bei Michaels Talk eben habe ich gedacht, boah, sein letzter Satz, irgendwie, der eigentlich ganz am Ende stand, das reicht eigentlich, ich brauche gar nicht mehr sagen. Er hat eigentlich schon alles erzählt. Referenztypen, da speziell den Typ REF. Wir gucken uns ein bisschen Informationen an. So ein paar Fallstricke, die sich dann aus diesem neuen Konstrukt ergeben. Und ein kleines persönliches Fazit. Wer kennt Closure nicht? Okay, also Closure ist ein Lisp. Was viele nicht wissen, ich habe so Zielfähigkeiten, ich sende rasierte Omega-Wellen aus. Das heißt, diese ganzen Klammern werde ich alle irgendwann gar nicht mehr sehen. Läuft auf der JVM, ist vom Design her eine Hosted Language. Also die Idee ist wirklich, die Dinge, die die JVM uns anbietet, Garbage Collection, Type System, gut zu benutzen. Closure wurde auch in gewisser Art und Weise portiert auf andere Hosts. Das .NET, die .NET-Welt ist ja ganz am Anfang unterstützt gewesen. Und Closure Script ist relativ bekannt für die Leute, die halt gerne am Frontend arbeiten, im Webfrontend, denn Closure Script kompiliert zu JavaScript. Der Compiler wiederum ist geschrieben in Closure. Ah, das ist ganz toll. Von vornherein wurde in Closure halt nebenläufige Programmierung eingebaut, Concurrent Programming, die ein bisschen geläufiger als nebenläufig. Bei vielen anderen Sprachen, die halt ein bisschen älter sind, merkt man das dann schon, dass so Concurrent Programming wie später kam, tatsächlich nicht ganz so natürlich anfühlt, aber in Closure ist die Story, die es dazu erzählen hat, wirklich sehr, sehr, keine Ahnung, beeindruckend, groß, was auch immer. Und es ist im Wesentlichen funktional. Bisher habe ich meistens auf Kontroversen gesprochen, wo Closure eher Java-Entwickler sind und dann hat man so dieses SMUG, Functional Programmer Weenie Gefühl so ein bisschen. Hier, wo so viele OCaml und echte Leute sind, da fühle ich mich ein bisschen dreckiger, denn Closure ist nicht so rein wie die anderen. Software Transactional Memory, warum ist das interessant? Es ist so ein bisschen, also gerade als Closure bekannt wurde, wurde das so als Sales Point, das war so das große, wichtige Closure SDM, verkauft oder verwendet. Es ist aber nur eins der Features in Bezug auf Nebenläufigkeit. Dahinter stehen so ein bisschen die Ideen, dass das Locking halt wirklich schwierig ist. Also so Locking auf einem Objekt geht noch, auf mehreren Objekten, in mehreren Ebenen des Stacks ist das doch schon relativ schnell, relativ unübersichtlich. Und die Idee ist halt, es muss irgendwie andere Semantiken geben, um nebenläufig zu programmieren und auf geteilte Daten zuzugreifen. Kommt halt aus dem sehr gut untersuchten Bereich der Datenbank, wo wir halt Transaktionen schon seit langer, langer Zeit haben. Konzepte, die dort sehr erfolgreich waren, wurden halt auch übertragen. Der Gedanke ist halt, das jetzt in Speicher zu tun. Da gab es irgendwann mal auch so die Versuche, das in Hardware zu machen. Die Gegend ist, so wie ich das verstanden habe, ziemlich patentverseucht. Deswegen ist jetzt Software Transaction Memory eher angesagt. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, damals, als Garbage Collection aufkam, so, da waren ganz viele Leute sehr skeptisch und gesagt, nee, ich will meinen Speicher lieber selber managen können und so. Und heutzutage möchte man doch meistens lieber Garbage Collection haben. Und es gibt Stimmen, die sagen, das könnte sich für STM heute so
ähnlich darstellen. Und da gibt es einen sehr interessanten Blogpost, den ich hier verlinkt habe, wo quasi drinsteht, dass Microsoft aufgegeben hat, das zu implementieren. Wobei man mal sagen muss, die haben wirklich eine viel größere Story versucht zu machen. Also die haben viel, viel mehr versucht. Deswegen ist das auch so quasi formuliert. Der Link ist jetzt hier natürlich nicht aufgelöst, aber das ganze Zeug ist online und das könnt ihr dann später nachlesen. Sehr lesenswert, fand ich. Wert, Identität, Zustand. Werte sind unveränderlich, muss man hier kaum jemandem erzählen. Auf anderen Konferenzen ist das anders. Java-Programmierer kennen das halt auch von Strings. Es ist relativ intuitiv, dass ich irgendwie mit Integers oder so arbeite. In Clojure sind es eben auch Listen, Vektoren und Hashmaps. Jetzt haben wir hier Missing Code 4. Jetzt ist mein, hier ist mal so geht. Kleinen Moment. Soll doch spannend bleiben, ne? Das hier total von den Seiten fällt. Moment, kurz mal weggucken. So, nichts passiert? Bitte, bitte, bitte. Something happened. Da, 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 da. Das ist aber doof. Was habe ich denn gemacht? Könnt ihr jetzt gar nicht sehen, ne? Oh, das ist spannend. Oh, mein Rappel, das ist gar nicht so aufregend. Ich verspreche, vorhin ging das noch alles. In Wirklichkeit habe ich nicht genug Material, um die Zeit zu füllen. Ich verstecke das mal hinter technischen Schwierigkeiten. Oh, wir haben ein Jetson. Und okay, wir haben okay, gut. Aber wie fehlt da noch der JavaScript-Teil? Dann kann ich mit Doppelbus hinterlegen. Ach, das ist aber interessant. Oder so, die ich vielleicht nicht habe. Doch, das kann ich jetzt mal nehmen. Ich muss weggucken. Wichtig ist halt, also so ein String-Literal, String, SCH, ist halt nur ein Wert. Das hat keinen Namen, es hat keine Identität, ist gar nichts. Es ist einfach nur ein Wert, der so rumsteht. Für Vektoren geht das eben genauso. Und wie die Zahl 2001 ist einfach nur ein Wert, sie hat keine Bedeutung. Ist das ein Jahr, ist das einfach nur eine Zahl? Ist es ein Filmtitel, ist es irgendwas Mysteriöses, anderes? Wir geben hier eine Identität in der Clojure-Welt. Identity ist eine stabile, logische Entität. Alles klar? Meistens hat sie einen Namen und sie kann mit einem Wert verknüpft sein. Da kommen wir auf der nächsten Folie zu. Ein Beispiel für eine Identität könnte sein, dass die minimal notwendige Anzahl Punkte, um im Tischtennis einen Satz zu gewinnen. Und dann haben wir hier unten halt ein paar Identitäten. Das Gründungsjahr der Free Software Foundation Europe könnte eine Identität sein. Das Einführungsjahr der 11-Punkte-Sätze könnte auch eine Identität sein. Und die Anzahl dieser Punkte könnte auch eine Identität sein. Also es ist nur eine Identität, es ist eine logische Entität und sie hat einen Namen. Sie möchte aber gerne einen Wert haben, aber ein Zustand ist eine Verknüpfung einer Identität mit einem Wert.
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ganz wichtig dabei, Clojure versucht immer die Zeit zu modellieren. Und wenn die Zeit fortschreitet, kann sich diese Verknüpfung ändern. In Clojure gibt es halt für verschiedene Änderungssemantiken gibt es verschiedene Referenztypen. Wir gucken hier jetzt gerade auf einen, der war heißt. Die Namen sind nicht alle immer originell. Und hier sehen wir jetzt den Wert 2001. Da, ich glaube, ich bin zu klein, da oben irgendwo. Und die Identität Gründungsjahr Free Software Foundation Europe ist verknüpft mit dem Wert 2001. Ähnlich das Einführungsjahr der Punktgesetze mit der gleichen Zahl, mit dem gleichen Wert verknüpft. Und das Fortschreiten der Zeit können wir uns halt vorstellen, dass es halt irgendwie vor 2001 war die Verknüpfung der Identität Zustand des Satzgewinns Punkte. Der Zustand war eine Verknüpfung mit dem Wert 21 und heute ist das halt eine Verknüpfung mit dem Wert 11. Fragen zum Wert Identität Zustand ist ein relativ einfaches Konzept, aber sehr grundlegend, sehr wichtig. Und das ist nicht der Fall. Persistente Datenstrukturen. Ich bekam vorhin einen Schreck, als Michael seine Folie über funktionale Datenstrukturen an die Wand warf. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Dabei haben wir so viel Mühe gegeben, das hier zu verstehen. Also wir haben persistent Data Structures in Clojure. Die Vektoren, Sets, Listen und Hashmaps sind als persistente Datenstrukturen implementiert. Persistent in diesem Sinne heißt nicht, dass die auf Festplatte geschrieben werden oder so, sondern dass eben alte Versionen noch erhalten sind, auf die ich zugreifen kann. Und wenn ich jetzt eine solche Datenstruktur manipuliere, dann heißt das nicht, dass ich sie in place ändere, sondern dass ich eine neue erzeuge und die alte Version eben noch vorhanden ist. Jetzt könnte man naiv sagen, ja, so copy or write, aber das ist ganz schön langsam. Aber wir haben ja schon gehört heute, dass sich die funktionalen Datenstrukturen in den letzten Jahren ganz schön weiterentwickelt haben und ich wage mal zu behaupten, dass Clojures Implementation von Vektoren und Hashmaps da schon ein guter Vorreiter auch war oder jedenfalls relativ weit vorne mitgespielt hat. In Clojure sind die Sachen implementiert als Bit Partition Trees und die sehen so aus. Ist das groß genug? Ja, es ist groß genug. Ich freue mich sehr. Wer kann mir das mal schnell das ist hier binär, wer kann das mal in Dezimalzahl umsetzen? Ich weiß es auch nicht. Aber es muss sowas sein wie, sagen wir hier, 1024, ne? Irgendwie sowas da bei 2000, 3000 oder so wahrscheinlich. Was Clojure macht, ist, die Vektoren werden indiziert mit Java Long Longs, also mit Long Integern. Die haben 32 Bit und die werden in 5er Gruppen unterteilt und 2 werden einfach weggeschmissen, die brauchen wir nicht. Und jede 5er Gruppe indiziert eine Ebene im Baum. Interessanterweise geht es von links los, also intern merken die sich, wie viele Ebenen in der Datenstruktur vorhanden oder genutzt sind. Das heißt, er weiß hier, 3 werde ich nur brauchen, die anderen kann ich also wegschmeißen mit irgendwie Bitshifts. Dann geht es hier los, ich gucke mir das an, ich sehe, okay, da steht der Index 2 drin und ich gucke also in meiner ersten Ebene, finde ich hier oben Index 2. Dann geht er halt einen weiter, guckt sich hier die Zahl an, sieht aha, da haben die 30, geht also in diesen Knoten hier rein, erstmal von der 2, da drin sind wieder 32 Elemente, weil 5 Bit. Holt sich das Element 30, guckt da wieder rein, hier unten sieht er, okay, Index 0, 0 und der zeigt jetzt nicht mehr auf einen weiteren Knoten, sondern der zeigt dann wirklich auf einen Wert irgendwo, in diesem Fall auf den String Hello. Das finde ich ganz nifty implementiert, in der Regel gibt es auch ein paar Optimierungen, aber so ungefähr sehen die Vektoren in Clojure aus. Die sind sehr effizient und ordentlich schnell und es passt fast so viel rein, wie Long indizieren kann. Das sollte eigentlich die meisten Anwendungsfälle reichen. Ist das verständlich? Ja, gut. Was machen wir jetzt, wenn wir einen Wert ändern wollen? In dem Fall wollen wir Hello zu Hallo ändern, hier unten. Und das Schicke dabei ist halt, dass ich voraussetzen kann, dass die ganzen anderen Knoten hier alle gleich bleiben, weil die Daten ja unveränderlich sind, das sind ja nur Werte. Wenn ich also einen neuen Vektor erzeugen möchte, wo halt dieses Element an der Position 3000 sucht mich, geändert ist, dann muss ich nur darunter steigen, einen neuen Wert erzeugen, hier die Referenz auf den Wert halten und dann den Pfad nach oben bis zum Wurzelknoten erneuern und den Rest kann ich einfach behalten.
Das sind letzten Endes schnelle Memcopies unten drunter. Nee, da heißt es nicht Memcopy, oder? Array Copy? Ich weiß nicht. Und dadurch, dass ich die ganzen anderen Teile behalten kann, brauche ich die nicht mitzukopieren. Der Begriff dafür ist halt Shared Structure. Und das erlaubt es halt sehr effizient, schnelle Kopien zu machen, weil ich eben nicht alles mitkopieren muss. Die Charakteristik ist Log 32, weil ich eben 32 Knoten bei jedem habe und ich kann maximal 5 oder 6 Hops haben nach unten unterwegs. Dazu gibt es so eine kleine Optimierung, so für das, wenn ich halt oft einfüge, dann wird noch ein Knoten wird parallel noch mal gehalten, das ist der Tail, der wird halt irgendwie erst befüllt und wenn der voll ist, dann wird halt in den Baum reingehängt, damit ich nicht andauernd den Baum reorganisieren muss. Das so ein bisschen als Einwand in die persistenten Datenstrukturen. Die erlauben halt, und das ist relativ wichtig, schnelle Kopien. Gucken uns Referenztypen an. Schon gesagt, wenn ich Zeit modellieren will, dann ändern sich eben die Zustände. Das heißt, ich möchte gerne jetzt hier unten, ich habe einen Vektor, der die verschiedenen Implementationen von Lisp aufzählt. Und ich möchte gerne Arc hinzufügen und möchte gerne das E-List richtig schreiben mit dem kleinen Tail. Was mache ich jetzt? Wie kann ich den ändern? In C würde man jetzt hingehen und mit seinen Pointern da irgendwo reingehen und dann bei den Strings die Chars abzählen und dann das da hinzufügen. Während andere Programmteile halt darauf gerade lesen, kann das sehr fatal sein. Auch für einfache Fälle, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, in Java möchte ich einen Long ändern, ist das ein atomarer Vorgang? Und wie das funktioniert bei der JVM, wer weiß das? Ist das atomar? Ja oder nein? Wer weiß es? Ich vermute es auch noch. Nein, soweit ich weiß, wenn es jetzt in den letzten zwei Versionen von Java nicht geändert hat, ist es eben nicht atomar, sondern es wird in zwei Wörtern geschrieben und es kann halt sein, wenn ich damit zwei Threads warum, dass der eine Teil schon geändert ist oder der andere nicht. Und das ist halt, das tut dann weh, wenn es dazu kommt. Deswegen, wie so oft, wie wir das ja auch schon bei Nix gelernt haben, Indirektion hilft. Wir machen einfach noch eine Schicht mehr und dann bei Nix einfach noch eine Schicht mehr. Deswegen gibt es hier Referenztypen. Das Programm hält also nicht mehr eine direkte Referenz auf den Vektor, sondern es hält eine indirekte Referenz und der Referenztyp. Wenn ich also in dessen Werte ran muss und möchte ich um die Werte zu bekommen, muss ich die dereferenzieren. Aber es hat den großen Vorteil, ich kann in aller Ruhe im Hintergrund meinen neuen Vektor bauen, was ich erstellen machen kann. Und dann kann ich einfach dieses Ding hier atomar umhängen. Und das geht halt schnell und ist vor allem manchmal. Okay. Der einfachste Referenztyp ist das Atom. Unten drunter arbeitet ein Compare and Set. Es basiert auf einem Java Utility Current Atomic Atomic Reference. Also auch da benutzen wir halt das, was unser Hostsystem uns anbietet. Hier unten sieht man den Code. Ich kann also mit der Funktion Atom einfach so ein Atom anlegen. Ich kann es dereferenzieren, indem ich entweder deref, die Funktion deref aufrufe oder es gibt so ein bisschen syntaktischen Zucker mit so einem Add vorne dran. Interessant, auch Zustand, das ist in der Praxis nicht mehr so wichtig, aber vielleicht konzeptionell das nennen, auch Zustand ist nur ein Wert. Das heißt, ich würde, auch wenn es eine Funktion gibt, das zu tun, macht man das eigentlich selten, dass ich den neuen Wert eines Atoms wirklich setze, sondern vielmehr übergebe ich eine Funktion. Einer Funktion übergebe ich das aktuelle Atom, das heißt, da kommt dann der Wert rein und sie berechnet den neuen Wert. Also das Eingabe- und Rückgabewert und die Funktionale und so. Ganz gut. Und diese Funktion heißt Swap. Swap nimmt also entgegen, das sind hier unten, das Atom selber und eine Funktion. Hier erzeuge ich mit Constantly erzeuge ich eine Funktion, die, egal was wie man sie aufruft, immer nur den Wert 1 zurückliefert. Aber hier kann ich halt jede anonyme Funktion setzen oder auch eine Funktion, die ich selber baue, die ich halt wieder an einen Def, mit einer Def-N erzeuge, was auch immer. Wichtig dabei zu wissen ist, wenn das Compare and Set schief läuft, dann wird dieser Teil wiederholt. Also diese Update-Funktion kann einfach mehrfach ablaufen. Also ein Clojures Vorgehen ist dadurch das optimistische Sache, das wird schon gut gehen, aber es stellt halt fest, wenn es das nicht tut und führt die Sachen, wiederholt die Sachen dann auch. Das führt automatisch dazu, dass man als Programmierer schon darauf achten sollte, dass diese Update-Funktionen nicht zu lange laufen. Ja, am besten, also wenn man irgendwie teure Werte berechnen will, die man irgendwo anders speichert, dann berechnet man sie besser erst und nur das Wegspeichern macht man dann in der Update-Funktion, damit das alles schön schnell geht. Ja, das wäre das Atom. Code kann man lesen, ne?
Kann man so irgendwie. Dann haben wir Refs. Sind ganz ähnlich wie Atoms, auch die muss ich halt dereferenzieren, wenn ich denn diese Werte ran will. Aber das Entscheidende bei Refs ist, wenn ich mehrere davon habe, kann ich halt mehrere davon gleichzeitig als Ensemble mal koordiniert ändern, also die Referenz ändern. Und da kommt halt das STM, Software Transaction Memory, ins Spiel. Beim Design war dem Ritchicky, dem Autoren ursprünglich Erfinder von Clojure, sehr wichtig, dass einfaches Lesen nicht blockieren soll, kein Locking im Wesentlichen auf Lesen. Das soll einfach immer gehen. Aber Schreiben geht eben nur mit Transaktionen. Und wenn ich jetzt einen konsistenten Zustand von zwei Refs lesen möchte, dann brauche ich auch eine Transaktion bilden, die weit drumherum sicherstellt, dass unten drunter niemand jetzt gerade eine von den beiden ändert und ich dann halt einen konsistenten Zustand lese. Referenz oder Refs unterstützen noch die Möglichkeit von Validierungen und Benachrichtigungen. Das heißt, wenn eine Refs wirklich geändert hat, wenn das funktioniert hat, kann ich da eine Nachricht bekommen. Das benutzt zum Beispiel die Bibliothek CISO, das ist so ein Clojure-Wrapper um Swing, da war Swing drumherum, macht das ganz nett, da kann ich Refs und Atoms direkt an UI-Elemente binden und die benutzen dann unten drunter diesen Benachrichtigungsmechanismus. Wann immer ich eine Transaktion auf einer Ref durchkriege, wird sich halt mein UI-Element automatisch aktualisieren. Und Validierung kann ich halt auch machen, ich kann ja sagen, okay, ich bekomme den neuen Wert, gebe den eine Funktion, die mir sagt, jo, ist erlaubt oder ist nicht erlaubt. Werden wir uns aber hier weiter ein bisschen angucken. Grundlegende Beispiele. Also hier unten, ne, anlegen tue ich mit dem Befehl ref. Sehen wir hier. Wenn ich jetzt eine ref inkrementieren wollte, ink ist die Increment-Funktion, dann benutze ich halt die Funktion alter oder alter. Alter, eine ref. So wie es hier geschrieben ist, wird es halt nicht gehen. Ich würde knallen und den Bogen machen, weil ich eben drumherum eine Transaktion brauche. Jetzt macht man denken, oh, Transaktion, das ist ganz gefährlich und so. Aufgeschrieben ist es einem Klassiker der Lisp-Programmierung zu danken, einfach als Losing. Unten drunter ist das ein Makro, was halt irgendwelche anderen Funktionen aufruft. Und nur wenn halt Outer innerhalb einer Transaktion aufgerufen wird, kann es seine Aufgabe durchführen. Wollen wir diese Beispiele durchspielen oder könnt ihr euch jeweils vorstellen, was dabei rauskommt? Durchspielen? Kann ich mir vorstellen? Okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Dieser Teil wäre schwieriger um zu übersetzen gewesen, wenn ich den auf Englisch hätte machen müssen. Es ist wunderschön, irgendwie so Quellcode zu schreiben mit deutschen Variablennamen. Das wäre doch eher selten. Fühlt sich doch echt komisch an, aber ich dachte, wenn, dann schon konsequent. Also, was machen wir da oben? Wir wollen ein Atom haben, ganz einfach nur um Kollisionen zu zählen. Wir wollen natürlich mal untersuchen, so wie oft geht das eigentlich schief. Dann machen wir uns zwei Refs, einen Hochzähler, der bei 0 beginnt, und einen Runterzähler, der bei 100 beginnt. Schön. Bitte? Willst du das nicht Unicode können? Das kann auch Unicode, ja, das ist schon richtig. Habe ich zwischendurch gedacht, aber da war der Code dann schon geschrieben. Also so viel übersetzt wurde dann auch nicht, oder? So, ich brauche eine modifizierte Version von Inc und Deck, also Increment und Decrement, wo ich halt die Kollisionszähler oben hochsetze, indem ich einfach einen Swap drin aufrufe. Zeiteneffekte. Und dann die eigentliche Transaktionsfunktion selber. Defen, define function, legt halt die Funktion an, macht halt ein Do-Sync und in den beiden, also man zählt den Hochzähler halt hoch und den Runterzähler halt runter. Dann erzeuge ich mir hier schon wieder keinen Rückgabewert, das ist Do-Time, das ist eine echte Schleife, ist das Evil. 100 Mal mache ich halt, jetzt kommt hier Java hinter, ich erzeuge einfach einen Java-langen Thread, indem ich dann new dran schreibe, ich könnte auch statt new den Thread hier vorne hinschreiben und da einen Punkt machen. Dem übergebe ich die Funktion, die ich vorher mit Defen implementiert habe. Total convenient, wenn ich so Funktionen in Clojure definiere, dann implementieren die callable und runnable. Das heißt, ich kann die in eigentlich alles reinstecken, was Java so an Threading, Executor, Umgebung anbietet. Und diese Threads kann ich halt starten. Das heißt, was ich hier mache, ich mache 100 Threads, die jeweils die STM-Funktion aufrufen. Was wird passieren? Welchen Wert wird hinterher der Hochzähler haben?
bestimmen. Ich nehme noch Ideen entgegen. 100! Jupp. Und der Runterzähler dementsprechend 0, weil ich ja einfach 100 mal runterziehe und 100 mal hoch. Und die Kollision, was wird da passieren? Welche Zahlen müsste der das Kettle Kollision RTL teilen? 200? Mindestens 200 klingt gut. Ne? Wir wollen ja eben genau sehen, wenn es nicht geklappt hat. In der Regel, also auf einer Multicore-Maschine und so, werde ich da mehr als 200 drin sehen. Glaubt ihr mir das oder wollen wir es laufen lassen? Laufen. Gut. Der Code ist ja auch dann im März und so, könnt ihr nachvollziehen. Gut. Guck mal, du willst es sehen? Ich habe es noch für laufen lassen entschieden. Echt? Ich habe gar nichts mehr. Gut. Wir wollten nur sehen, dass irgendwas schief geht, bestimmt. Also, hier haben wir die Kollision. Dann brauche ich einen Hochzähler und ich brauche einen Runterzähler. Und ich muss meine Funktion definieren. Das passiert jetzt alles gerade hinter den Kulissen, das braucht man noch nicht zu sehen. Ich muss das aber trotzdem mal kompilieren. Und dann nehmen wir uns diesen Teil und gehen an die Rappel. Also ich bin im falschen Namespace, Moment. Hier sollte es gehen. Größer, jawohl. So besser? Ja. Okay, da ist nichts passiert. Wollen wir nicht erwarten, oder? Was haben wir hier? Der Hochzähler 100. Ja! Ja! Reicht? So, mal gucken. 22. Wir hatten 21 Kollisionen. Das kann man nicht wirklich gut sehen hier unten, ne? Aber oder geht? So geht. Okay. Ihr könnt schon mal sehen, es kommt noch mehr. Kommt ja gut, super. Was haben wir als nächstes? Transaktionen. Wollen wir ein bisschen genauer angucken. Das ist so ein etwas vereinfachter Ablauf, wie die Transaktionen hier drunter sind. Ich habe hier zwei Referenzen, R1 und R2. Die eine hat halt den Wert, also der referenziert, beginnt sie mit 100 und die andere mit 0. Dann habe ich oben und unten jeweils einen Thread quasi, der abläuft und die bekommen ein In-Transaction-Value, die ich dann R1' und R2' genannt habe. In der Transaktion berechnen sie halt mit der Update-Funktion, die sie bekommen haben, die neuen Werte und dann wollen sie committen. Und der hier geht hin, committed, gab keine Konflikte, alles gut, neue Werte. Der hier hat ein bisschen später angefangen, macht das gleiche, dementsprechend wird auch ein bisschen später fertig, sieht, oh nee, doof, da hat schon jemand geschrieben, also macht das aber nochmal, holt sich die neuen Werte wieder in seine neue Transaktion, committet dann und am Ende ist alles gut. An dieser Stelle gibt es dann immer noch so ein, also da versucht in Wirklichkeit diese Transaktion versucht noch alle anderen Beteiligten irgendwie so ein bisschen anzustoßen und zu sagen, hier wird nichts mehr bei dir, mach gar nicht jetzt weiter. Aber im Wesentlichen reicht das, wenn man das so versteht. Im Hintergrund, also die Implementation ist nicht unbedingt übersichtlich, aber sie verteilt sich eigentlich nur auf zwei Dateien, LoggingTransaction.java und Ref.java. Für mich war Clojure die erste Programmiersprache, wo ich mal hinter die Kulissen geguckt habe und geschaut habe, wie ist das implementiert. Seitdem habe ich mich auch mal getraut, ins OpenJDK zu gucken und das macht man besser nicht. außerdem ist das Ganze noch integriert mit einem weiteren Referenztyp mit Agents, auf den ich auch gar nicht weiter eingehen möchte, aber die tauchen drin mit auf. Es ist schon echt schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. So dieses gesamte, das muss man merken, wer ist wann in welchem Zustand, wer holt wann welches Log und so. Als ich da damals drauf geguckt habe, da hatte ich auch so, also Java ist wie so meine Welt und ich habe da wirklich zwei Wochen lang drauf gestarrt, bis ich dann wirklich geglaubt habe, ich habe es verstanden. Gut genug, dass ich mir traue, es aufzuschreiben. Also, aber ich fand dann doch irgendwie lehrreich und interessant. Es macht auch Spaß, mal hinter die Sprache zu gucken. Innen drinne bekommt jeder Thread oder jedes Logging Transaction Objekt bekommt noch eine eingebettete Transaktion, was dazu führt, dass jeder Thread nur an einer Transaktion teilnehmen kann. Ein großes Problem bei Logging ist, die composen nicht. Wie sagt man auf Deutsch? Kann man nicht gut übereinander legen und zusammenpacken. Ich finde die Lösung jetzt auch nicht besonders elegant, dass ich halt, wenn ich irgendwo weiter unten im Stack eine Transaktion habe und der merkt halt, oh, von hier oben im Stack läuft noch eine, na dann wird das eben eine große Transaktion. Immerhin ist
funktioniert zuverlässig, aber ich möchte mit solchen Systemen nicht arbeiten müssen, denn das wird, glaube ich, sehr schnell sehr unvorhersagbar, wenn das unten irgendwie lange dauert oder oft passiert oder so, was dann da oben noch passiert. Trotzdem, es funktioniert. Transaktionen auf verschiedenen Ebenen des Stacks verschmelzen miteinander. Innen drin habe ich einen Atomic Long, auch da wieder. Ich benutze die Concurrency Utils, die Java mir anbietet. Die sind gut groß und mächtig. Mächtig, auch so eine doofe Übersetzung, ne? Ausdrucksstark oder so. es ist so implementiert, dass innen drin gibt es quasi einen Zähler, der jedes Mal, wenn jemand versucht, drauf zu lesen oder wenn jemand versucht, drauf zu schreiben, einen höher zählt, und damit wird halt diese ganze Konfliktgeschichte, dass ein Commit halt stattfinden kann oder auch nicht, implementiert. Fachlich ist es so, dass hier Multi-Version Concurrency Control eingesetzt wird, wie man das von Datenbanken halt auch kennt. Ist das einer Begriff? Naja, also letzten Endes ist das, wofür wir diese persistenten Datenstrukturen brauchen, dass ich halt meine In-Transaction Values sind von einer Identität verschiedene Werte mit einer History. Aber ich brauche halt billige Kopien, damit ich mir eine Historie von Zuständen speichern kann. Das heißt, so ganze Vektoren brauche ich halt öfter mal. Und dann arbeite ich auf meinem Snapshot. Snapshot Isolation heißt, dass ich Dinge, die ich hier gerade in meiner Transaktion oder in meinem Thread ändere, wird jemand anders nicht sehen. Bei der Datenbank kennt man das so. Das ist relativ normal. Das Ganze geht sehr optimistisch vor. Und berechnet halt erstmal oder macht erstmal die Tätigkeit und versucht dann hinterher frohlockend so zurückzuschreiben. Integrated Agent hatte ich schon gesagt. Ja. Im Gegensatz zu den Atoms, wo wir eine Update-Funktion hatten, haben wir hier, habt ihr gesehen, in dem DoSync nicht nur eine Funktion, sondern ich habe ja in meiner Transaktion mehrere Aufrufe. Ich kann da irgendwie mehrere Orders irgendwie drin haben. Ich kann aber auch lesen, ich kann auch irgendwelche anderen lustigen Dinge machen. Auch da gilt wieder, je weniger ich dort mache, desto weniger Kollisionen wird es geben. Und ich muss damit rechnen, dass der gesamte Body wiederholt werden kann, nicht nur eine Funktion. Ne? Also das ist vielen Leuten, die halt irgendwie zum ersten Mal mit REST arbeiten, ist das nicht so klar. Clojure ist halt nicht rein funktional und forciert nicht irgendwelches Verhalten. Das heißt, wir können hier auch, ich schreibe viel Code hier in diesem Vortrag, wo wir Seiteneffekte einbauen, die eigentlich so im echten Leben gar nicht gewünscht werden, damit wir halt analysieren können, was passiert da unten drunter. Das erlaubt Clojure eben nicht. Kann Transaktionen auch kaputt machen. Es gibt mir einfach genug Seil, um mich selber ins Knie zu schießen. Ich habe noch 10 Minuten. Es gibt eine Namenskonvention, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen aufgeweicht worden ist, von der auch gar nicht so viele Leute wissen. Viele Leute denken immer, das Ausrufezeichen in einer Clojure Funktion heißt, es sind Seiteneffekte. Eigentlich die ursprüngliche Meinung war mal, es ist nicht gut, das in einer Transaktion zu verwenden. Und wenn man jetzt eine Funktion ausdrücklich markieren möchte, dass sie ja niemals in einer Transaktion verwendet wird, kann man I.O. verwenden. Das haben wir heute Morgen in iCamel, in der UCAMEL gesehen, ne? Das haben wir Clojure. So, auf der nächsten Slide gibt es nochmal ein kleines Stückchen Code. Wir haben zwei REST zum Testen in dem Stück Code. Wir haben zwei weitere Atoms. Also was wir analysieren wollen ist, dass wir, wie geht das hier mit der gesamten Body, die wiederholt und nicht nur ein Teil. Das heißt, wir müssen da irgendwie Wiederholungen zählen, dafür nehmen wir wieder Atoms und packen halt eins vor, wie eins vor und nach die Aufrufe von Alter. Und das ist der Code dazu. Ich gebe ein bisschen Zeit, das zu parsen. Okay, also wir beginnen mit den beiden REST, die ich schon angekündigt habe, und den beiden Atoms. Hier baue ich mir eine anonyme Funktion mit diesem Fn. Die wird hinterher einen Wert x bekommen. Die macht eine Transaktion. Und zwar macht die erstens ein Inkrement auf diesem ersten Kollisionszähler. Hier hätte ich ihn R für Repetition oder. Oh, guck mal, hier ist Englisch. Ach, vergessen. Mein Mann. Dann macht es ein E auf der ersten REST, dann macht es ein E auf der zweiten und dann hier unten werden wir nochmal den zweiten Zähler hoch. Hier haben wir wieder diesen Times und Thread, ich hatte vorhin schon gesagt, das kann man noch ein bisschen kürzer schreiben, ohne New. Das hier ist eine anonyme Funktion, das ist auch wieder syntaktischer Sugar.
ich rufe halt eine Funktion mit dem aktuellen Wert hiervon auf. Dann schlafe ich ein Weilchen, eine Sekunde, um einfach diesen ganzen Threads die Möglichkeit zu geben, auch fertig zu werden. Und dann liefere ich einen Vektor zurück mit den ganzen Werten, die wir drin gesehen haben. Das können wir ja mal laufen lassen. Hier nur die Kompression. So, das ist eine gute Funktion, die hat kein, bekommt keine Argumente, die hat keinen Rückgabewert, die macht nur. Doch, die hat eine Rückgabewert. So, was haben wir? Sehen wir. Könnt ihr das sehen hier oben? Ja. Wir sehen nur 100 und eine 0, das sind die beiden Rest. Das ist mal zu erwarten. Ich scrolle mal ein bisschen höher. Hier, das ist der Rückgabewert. Das war zu erwarten. Wir sehen, 300 Mal sind wir an dem ersten Swap vorbeigekommen, um Swap C1 Inc. Aber nur 101 Mal sind wir an dem zweiten Swap vorbeigekommen. Das heißt, die ganzen Kollisionen haben dazu vorher schon geführt, dass dieser gesamte Rumpf von DoSync wiederholt wird. Ja. Gibt es irgendeinen Grund, wofür du das X brauchst? Nein. Nee, nutzt es ja nicht. Okay, das war die Frage, ob da irgendwas magisch ist. Das ist ein altes Beispiel. Ich glaube, ich habe da früher mal Ausgabe gehabt, dass man die Thread rausnehmen konnte. Das ist ein Relikt aus alten Zeiten. Das ist organisch gewachsen. Historisch über diese 10 Zeilen kurz. Ich habe den halt schon mehrfach verwendet. Okay. Hi. Ja, wie gut ihr seid. Okay, Fallstricke. Neues Konstrukt, neue Probleme. Ein Teil, der vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, das nennt sich Write Skew. Mit dieser Validierungsfunktion kann ich zwar jede einzelne Ref validieren und sagen, der Wert, den ich da jetzt irgendwie neu setze oder so, der liegt im erlaubten Rahmen. Aber die Validierung kann ich nicht auf einem Ensemble von Refs machen. Also wenn ich irgendwie sicherstellen will, dass eine Summe von drei Refs nie größer als 1000 wird, das geht nicht. Nennt sich Write Skew. Ist ein Problem. Viel schlimmer aber ist es, wenn ich Transaktionen mit verschiedenen Geschwindigkeiten habe. Also es ist schon, wenn ich mit SDF und REST programmieren will, dann sollte ich wirklich darauf achten, dass die Geschwindigkeiten meiner Transaktionen ungefähr gleich sind. Ansonsten werden halt diejenigen, die langsam sind, fast nie zum Commit kommen. Da können wir nochmal in die Historie von REST reingucken, da habe ich nochmal was vorbereitet. Auch das ist ein Beispiel, was irgendwie 2009, glaube ich, irgendwie im Clojure-Channel mit Chris Hauser zusammen entwickelt haben, wo ich halt mal irgendwie untersuchen wollte, wie entwickelt sich so diese Historie von REST. Wir haben gesagt, es ist Multi-Version Concurrency Control, also es müssen die mehrere Versionen gehalten werden. Und das versucht sich halt automatisch anzupassen. Ich habe aber als Entwickler auch Zugriff drauf. Und das letzte Stück Code, das wir uns heute anschauen, wird da ein bisschen reingucken. Future werdet ihr gleich sehen im Code, das ist halt irgendwie, das führt irgendwo Code auf irgendeinem Threadpool irgendwann aus. Und Do Times hatten wir, genau, im Hauptthread werden wir eine Schleife mit vielen schreibenden Threads haben. Also wir brauchen einen Lesen, der langsam ist, und einen Schreibenden, der schnell ist. Die Funktion heißt Stresstest. Sie bekommt dann History Min und History Max mit rein. Hier kann ich halt, sieht man den Aufruf von Ref, wo ich History und Max History als Keyword-Argumente übergebe. Ich habe wieder mein Atom zum Zählen von langsam versucht, habe ich oben drin. Jetzt habe ich mein Future, das heißt, das wird irgendwann ausgeführt, der macht eine Transaktion. Der zählt erstmal die langsamen Versuche, dann ist er halt langsam, deswegen schläft er ein Weilchen. Und dann liest er das Ding, die Ref. Und gibt dann halt irgendwie eine Ausgabe aus. Hier, das ist Java Interop wieder. Ich kann also auf der Ref wirklich GetHistoryCount aufrufen. Das ist dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Das so offiziell ist, weiß ich gar nicht. Und er zählt halt, gibt uns die Versuche aus. Und im Hauptthread knallen wir halt ein bisschen, nehmen wir 500 Mal rufe ich etwas weniger Zeit einfach ein Inkrement auf der gleichen Graph auf und am Ende liefere ich ihn dann zurück. Was kommt noch? Es kommt gar nicht mehr so viel. Wir können das laufen lassen, wir können es aber auch, also da habe ich den Spoiler habe ich mit eingebaut. Ich rufe das also einmal auf ohne Minimum History mit einer Maximum History von 10. Ohne Minimum History mit einer Max-History von 30 und ich initiiere die History gleich auf 15, dass er sich von vornherein 15 Werte merkt, ansonsten würde er sich immer nur einen mehr merken, wenn es zu einem Konflikt kommt. Aber die Schreibthreads sind nicht in der Transaktion drin gewesen, ne? Ich jetzt die Klammern richtig.
die schreit. Außer als Lysin ist das, ne? Ja, ich kann, da gibt's nicht, ich muss ein Lysin machen, ohne geht's nicht. Ja. Und das ist halt ein anderes. Ne? Das ist einfach, das hier ist der Hauptthread, das hier schicke ich halt irgendwie irgendwo woanders hin und der, diese Transaktion versucht man zu lesen. Also was wir untersuchen, sind zwei unterschiedliche Laufzeiten von zwei unterschiedlichen Transaktionen. Und was halt rauskommt, ist, wenn ich ohne Minimum History anfange und nur 10 erlaube, dann wird immer erst der Hauptthread mit den schnellen Dingern fertig. Und dann kommt irgendwann die andere dazu, die es 27 Mal versucht hat. Und also das wird natürlich variieren, ne? Jedes Mal, wenn man es laufen lässt, kann es ein bisschen anders sein. Und dann halt dann erst zum Lesen gekommen ist. Bei diesem hier hingegen, da ist die History groß genug, da kann er sich genug Werte merken. Der kommt schon zwischendrin mal mit seinem Lesen, kann er einen konsistenten Zustand lesen, bevor die History halt zu groß geworden ist, bevor der Hauptthread durch geworden ist. Das heißt, hier sehe ich erst die Ausgabe und dann bekomme ich den Rückgabewert. Und der hat auch nur 21 Versuche gebraucht. Und wenn ich gleich initiiere mit einer großen History, dann kommt er halt viel früher schon zum Zählen, weil er die History nicht erst bei Konflikten aufbaut. Relativ technisch, ich denke mal, es ist gut, das zu wissen, wenn ihr mal mit Transaktionen und Refs arbeitet und Dinge verhalten sich nicht so, wie ihr das meint, dann lohnt es sich, auf die History-Entwicklung von Refs zu schauen. So, Fazit. Wir haben eine einfache Semantik für für die koordinierte Änderung von einem Ensemble von Werken oder von Identitäten, Entschuldigung. Wir brauchen kein Locking. Wir haben ganz viel Multithreading gesehen und wir haben nicht ein einziges Locking gesehen. Ja, das finde ich schön. Relativ elegant finde ich halt, wie das alles zusammenspielt. Also ich fange an mit der Grundannahme unveränderliche Daten. Daraus ergibt sich, dass ich Shared Structure benutzen kann, um performante persistente Datenstrukturen zu implementieren. Das wiederum erlaubt es mir, erst eine Historie von Werten zu speichern und damit kann ich Snapshot Isolation implementieren, was ich brauche. Time's up? Nee, ich habe noch bestimmt eine Minute, oder? Okay, Catch, es gibt neue Probleme. Das Wichtigste für mich war, also nach, keine Ahnung, fast 6 Jahren Closure, ich habe es einmal benutzt in der Praxis. STM brauche ich total selten. Atoms wurde andauern. STM brauche ich fast nie. Und es gibt auch relativ aktuell von Linus Torvalds einen sehr schönen Rant, wo es halt irgendwie so ein paar Dinge so geht. Der wird auch ganz lesenswert, der schreibt ja auch immer sehr unterhaltsam. Als Link hier enthalten. Finally, der Code ist bei GitHub, also die gesamte Präsentation inklusive dem lustigen Präsentationssystem. Hier steht die Geschichte zu State, Value State Identity von Clojure. Hier gibt es einen schönen Blog, wo das nochmal beschrieben hat und das noch um diese Names erweitert. Den finde ich auch ganz gut verständlich und lesbar. Ich versuche immer mal ein bisschen Twitter zu benutzen, ich bin aber nicht besonders gut da drin. Da ist unser Buch und mittlerweile gibt es das komplett online, braucht ihr nicht mehr zu kaufen, könnt ihr auch so lesen. Und ich freue mich, euch morgen auf der Clojure.de wiederzusehen. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Vortrag. Es war eine Punktlandung, es ist genau 17 Uhr. Wenn es eine wichtige, schnelle Frage gibt, können wir die noch abhandeln wollen, aber in dem Jahr natürlich nicht so viel von seiner Zeit stehlen. Ich weiß sowieso nicht mehr, als ich schon erzählt habe. Also. Ich habe auch schon Fragen während dem Vortrag und ein bisschen auch Ja. Ich glaube, Closure Week läuft.